E-Sports ist ja kein neues Phänomen. Wir haben das seit Jahren, das Phänomen, und auch tausende Spieler und Fans, Millionen Fans sind da schon seit Jahren mittendrin. Wir haben riesen internationale Events in Berlin, wir haben internationale Events in Köln. Man hat auch so mittlerweile diese Fangemeinde, man hat diese Blöckebildung und so weiter, dass die Leute auch halt immer sich anfeuern. Und ich glaube, das sind die Sachen, die sie halt auch brauchen und die der E-Sport auch braucht, um zu wachsen. Ja, ich glaube, die Geräuschkulisse spricht hier für sich. Ein E-Sport begeistert vor allem hier, wenn wir jetzt bei Counter-Strike zuschauen, die schnellen Reaktionen, diese Tricks, die diese Profis können, die man selber nie durchführen könnte, weil man entweder zu langsam ist oder nicht gut genug. Every shot has to count from here on. Down, but never lay down. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A kind fellow, sir. I'm in that work so hard, I'm on my way now. I'm killing everybody, dealing everybody. On some everybody wanting cake, but nobody wanna bake, right? Everybody wanna play with the name on the side of the stake. Every evening, but nobody wanna make a sacrifice. Think of one year to heaven, then you're 40 and you blink and you're wondering what happened. You're like, how I'm gonna go for the plan. It depends on how you're looking at it, dog. You probably had a social life and didn't have to deal with those hopeless nights. I think of what if you don't make it from open mics to playing main stage? Well, I hope. Is right because I've been through a whole lot. I've been through a whole lot, but I still love it. Let him get the ball plant just to secure the win at this point. They've given him some heads up duels. I still love it. Over towards the bomb site now. Goki with it. This is a promising match. You like the look of it.